So, Freunde, da bin ich wieder. State of Decay 2 geht weiter. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben zwei Mauern durchbrochen. Eine letzte wartet noch auf uns. Ich denke aber, die werden wir in dieser Folge nicht angehen. Ich will mich erstmal ein bisschen sammeln. Isby ist leider draufgegangen. Aber it is what it is. Okay, warte mal. Sind die denn jetzt hier versorgt oder nicht? Ja, die sind alle in Ordnung. Partielle Infektion. Sollte eigentlich passen. Was haben wir denn? Wir sind jetzt natürlich ausgerüstet. Wir sind perfekt ausgerüstet für die Mauer, ne? Und ich habe wohl vergessen. What can I do for you? What can I do for you? Shit is better for everyone if we get this done. Follow me, Vato. You're the boss. Vergesst vielleicht, was ich gesagt habe. Wir gehen rein. Wir sind beide recht gut ausgestattet. Nee, was ich sagen wollte, ich habe wohl vergessen, dem letzten, also Isby, die Waffe auszurüsten. Das ist durchaus was, was ich weiß, aber ich habe es wohl tatsächlich vergessen, weil ich habe den das wohl in den Rucksack gepackt, aber den nicht ausgerüstet. Gut, ich ging davon aus, dass die das selbst können, aber okay. Leider nicht, habe ich wohl vergessen. Aber gut, jetzt ist sie halt tot, was willst du machen, ne? Adorable. So, wir kämpfen uns wieder den Weg durch. Ich vermute, der Durchgang ist da, wo ich beim letzten Mal die Mauer durchbrochen habe. Und dann eben noch ein Stückchen weiter. Ich rechne mit vielen, vielen Tobsüchtigen. Mindestens dreien. Aber das mag ja nichts heißen. Vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Gucken mal. Ist der Bloater noch hier vorne? Nee, sieht gut aus. Jetzt muss ich erstmal kurz schauen, wo das Ganze stattfindet hier. Hallo. Sehr gut. Too much here. Warte mal, ist das schon hier drin? Nee. Sieht aber irgendwie verdächtig danach aus. Kommt da rüber? Nee. Unüberwindbare Mauer. Aber ich schätze, dass es hier durchgeht. Genau. Dann schauen wir mal. Sollen wir noch mal kurz looten? Wir haben zwar keinen Platz, aber wer weiß, in der Not könnte hier vielleicht irgendwas drin sein, was ich später brauche. Offeln, ausruhen, zerstöre die vierte Seuche. Okay. Antimaterialwaffe? Ein ultraleichter Bolzen, ein integrierter Schalldämpfer und ein Lauf aus einem experimentellen Gemisch vereinen sich zu einer beängstigenden Waffe. Sie wurde wahrscheinlich als letzter Versuch entwickelt, der wachsenden Zombie-Bedrohung Einhalt zu geben. Plus 15 Schuss, da haben wir 19 Schuss. Okay. Es könnte natürlich sehr praktisch gegen Juggernauts sein, aber ich habe halt nicht genug Platz. Und will jetzt auch nicht hier irgendwas übers Knie brechen. Wir probieren es jetzt. Isby ist draufgegangen. Cop-Shows are all bullshit when you look at the details. The procedure, the way they interrogate, handling evidence. But I love them because of what they do get right. Saving people, getting the bad guys.
That's why you become a cop. Oh Gott, was ist denn da los? Hallo? Klassentreffen hier. Komm mal, mach mal nicht so viel Lärm. Komm mal einfach mit. Klassentreffen? Ich habe auch ewig kein Klassentreffen gehabt. Habe ich mich vergessen? Habe ich irgendwas falsch gemacht in all den Jahren? Ja, ich habe mich aus Sachen rausgehalten, das habe ich gemacht. So, wir haben immer noch den 50% mehr Gesundheit-Bonus. Ich vermute mal, dass wir da durch müssen. Aber die Waffe an sich, da hat mir gerade schon ganz gut gefallen. Ich kann mich ja zurückziehen. Das, was ich dieser Mauer an Schaden zufüge, bleibt ja so. Das heißt, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wir hier durch? Ja, das sieht gut aus. Also, es sieht nicht gut aus, aber es sieht gut aus. Oh Gott, hier die ganze Bande. Oh. Got a plague wall here. Seid ihr bereit? Hey, Doc? Ich bin's nicht. What's behind this last wall? I'm not sure. But I haven't detected any movement back there. Don't forget to go back. Take the front wall down, and your work is done. Ooh. Rest. Fire in the hole! Schlimm, nicht schlimm. Er kommt nicht zum Nachladen, oder? Jetzt haben wir es. Oh, wie nervig ist das denn? Raus. Noch einer. Nee, die Animation war noch nicht ganz durch. Sehr schön, jetzt haben wir es. Wir haben es. Nothing more to shoot in here, but wait. Oh shit. What's that doing here?
Doc, think you better get down here and take a look at this. Don't touch anything. I'll be right there. Doch, ich will Knöpfe drücken. We won. We saved trouble. Wie, das war's schon? We found ways to turn the tide in our war against the blood plague. But in that moment of triumph, we had no idea how the box we opened that day would change our world forever. Update received. Haven protocols are now enabled. Your cooperation in this experiment has been noted. Okay, was heißt das jetzt? Kriegen wir jetzt ein kostenloses Bofrost-Abo oder was? Ach, das war's tatsächlich schon. Okay, cool. tiefgründige Geschichte, ja gut, okay. Schade. Was machen wir denn mit der angefangenen Zeit? Springen wir hier nochmal rein? Aber dass das auch so abrupt jetzt endet, also dass ich nicht mal da irgendwie weiterspielen kann oder so, oder hat das irgendeine Auswirkung auf jetzt so eine Kampagne hier? Oh, Leute, wisst ihr noch? Hey, can we meet up? We need to talk. Ja, hör mal zu, wir gucken erstmal, dass wir die Map wechseln, oder? Würde ich vorschlagen, oder nicht? Wir machen das jetzt erstmal und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber jetzt so ein 10-Minuten-Video irgendwie so, ja, Mauer kaputt, ciao. Wo muss ich denn hin? Da hin. Also, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie... Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass das die große Mission war, diese Mauer da zu erledigen. Aber ich habe irgendwie mindestens damit gerechnet, dass ich da dann noch sein kann und da irgendwie wenigstens die Seuchenherzen oder irgendwas machen kann. Aber das war jetzt nett, war schon cool, war, ich finde, fast ein besseres Tutorial als das Tutorial in dem Modus hier, weil man mit der Basis und so, und das ist schon irgendwie so da, aber okay, akzeptiere ich. Heartland. Ich bin jetzt leider nicht so informiert, wie die anderen Maps aussehen. Ich glaube, ich habe großes Interesse an dieser Wüstenmap. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. So ein bisschen Arizona-Style nenne ich es mal. Ich denke, das ist ein ganz netter Wechsel, ganz nette Abwechslung zu dem Ding hier. Ich weiß nicht, ob es eine Schneemap gibt. Oh, damit wäre ich einverstanden. So, da wären wir. Bestätigen. Zack. Das kann ruhig bleiben. Annehmen. So, Trumbull Valley möchte ich nicht. Cascade. Ich hoffe, die töten mich da jetzt nicht. Liga Valley. Das meine ich, glaube ich. Ich habe Angst, dass ich hier sterbe. Das hätten sie ruhig pausieren können. So, welche Map möchtest du? Hier scheint immer die Sonne und im Hintergrund werde ich abgeschlachtet. Ja, war jetzt alles so ein bisschen gehetzt, weil ich sonst draufgehen würde.
glaube ich. So, what's next? Genau, das Ding kenne ich auch schon. Wir schauen mal rein. Oh Gott, oh Gott. Warte mal, wir haben doch so viel Zeug hier. Warum muss ich denn eigentlich in so einer Kammer hausen? Seuchenherzen, ne? Das wird ja jetzt ein merkwürdiger Umstieg. Also, die geparkten Autos sind hier. Das Ding haben wir und diese beiden. Das, mit dem ich hergefahren bin, ist nicht hier. Und der rote Pickup ebenfalls nicht. Jetzt schauen wir mal kurz. Ein neuer Anfang. Um deinen Sieg über die Blutseuche auszukosten, übernimm die Kontrolle über Jeffrey. Jeffrey ist ganz schön down hier. Ja, wechseln. Was ist mit ihm? Um den Sieg auszukosten. Machen wir das mal. Ach so, warte mal. Haben wir hier denn einen... Ne, haben wir nur einen Dreifachschuss. Schrotflinte. Das Ding haben wir. Haben wir 762 Munition? Wenigstens ein bisschen. Sprich mit zwei Mitgliedern deiner Gemeinschaft über die Vernichtung der Blutseuche. Ganz normales Thema halt, was man so hat. Ich muss zugeben, das sind gute Ergebnisse, Sheriff. Was? Okay. Sicher, wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, die netten Worte zu schätzen. Fine by me. Okay, jetzt haben wir uns quasi wieder vertragen. Da die Blutseuche eliminiert ist, könnte unsere Stadt Leute anziehen, die nach leichter Beute suchen. Ja, ich möchte, dass alle neuen Bedrohungen gegenüber wachsam sind. Okay, wir brauchen eine Krankenstation. Und vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, Werkstatt... Ich brauche auf jeden Fall die Werkstatt. Wir schauen uns erstmal um. Da drüben ist es. Was geht denn da? Was ist das denn? Was ist denn für ein Treffen? Wir wollen mal kurz mal darauf. Sehr schön, dann können wir uns auch gleich behandeln. Was geht denn hier ab? Sind hier dreimal so viele Feinde unterwegs? Kann das sein? Warte mal, den brauche ich da. Werkstatt bauen completed. Treffe ich mich. Jetzt. Oh. Okay, sehr merkwürdig. So, dann gehen wir mal da rauf und gucken, was wir hier so in eine unmittelbare Umgebung haben.
Nee, das passt soweit. If that ride still works, I'll be pretty damn stoked. Unfertiges Haus. Das heißt Material. Ich vermute mal, wir haben keinen Außenposten. Macht ja auch durchaus Sinn. So, dann schauen wir mal. Ja, fantastisch. Ich denke, den können wir auch einnehmen, weil hier haben wir kein Seuchenherz in der Nähe. Ah, was geht denn hier? Ort nicht sicher. Jetzt ab. Das machen wir. Das war noch schade, aber hier haben wir jetzt die beiden noch. Wie sieht's denn da aus? Oh, Material 111. Zweimal Munition nur? Ja, dann warte mal. Können wir das droppen? Nein. Machen wir das erstmal. We're done here. Jetzt gehen wir mal eben zurück. Wir haben auch nur noch 24 Schuss. 23 mal nicht. Ah, das sieht ganz cool aus, aber... Hier muss ich vielleicht noch mal ein bisschen an den Reshades arbeiten, weil das natürlich jetzt durch die extreme Sonne hier... Ah, das ist mir zu gelb. Wobei, ich schau mal. Hello there. Shall we discuss a proposal I have? Mhm. In person would be best. Der Kopfgeldmann. Warte mal, kommt der da hoch? Könnte durchaus sein, oder? Komm, 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 gib dir Mühe! Wirklich nicht? Ach doch, hier. I bet none of those toll-free psychic hotlines saw this coming. That's keep us a little while. Sehr gut. Das brauchen wir. Da geht's nicht rüber. Achso, ich muss ihn einweisen. Das ist natürlich schlecht. Lebensmittel. Das passt soweit. Einzelschuss, alles klar. Looking good, my friend. So, wir haben einen Außenposten. Wir haben dafür noch ein bisschen... Ah, die Mods sind weiterhin installiert, so wie es aussieht, oder nicht? Going long term, we need to build a generator. Ach, da drüben, perfekt. Da holen wir uns was zu essen. V
Wie viele das sind? Schaut euch das mal an. Das waren doch sonst nicht so viele. Das sind doch hier drei Horden, oder nicht? Ah, es sind zwei. Das passt. Noch ein Soldaten dabei. Ich muss mal schauen, dass ich vielleicht erstmal da drüben diese Scheunen abklappere. Denn ich will da drüben rein. Das müsste ein Außenposten für Lebensmittel sein. Also hier ist wesentlich mehr los auf jeden Fall. Zumindest hier in der Ecke jetzt gerade. Haben wir hier noch was Gutes? Was haben wir denn hier? Einfach nur so. Sehr schön. Oh, good. Nothing. Cool, cool. So, sind die Jungs jetzt weitergezogen? Ist das immer so ein heftiger Bloom-Effekt eigentlich? Sieht fast so aus, ne? Das ist so... Hier könnte es Material drin geben. Here they come. I left a package for you guys. Das passt. Ja, hier sollte es irgendwo einen Packsack mit Lebensmitteln geben. Hoffe ich mal. Wir brauchen ein bisschen was. Rohrbombe nehmen wir gern mit. Na gut. Das lasse ich mal kurz. Ich habe Hoffnung. Tatsächlich nicht. Was haben wir denn hier? Lebensmittelausposten. Brauche ich. Outpost complete. If we want, I could spend some extra time to really polish it up. Das passt soweit. Dann nehmen wir das mit. Ja, ich gehe eh zurück, aber... Ah, er grillt.
27. Minus 3 Lebensmittel. Jetzt wird es wirklich Zeit. E-Mail, Dude 33. To party, to time. Koffer 1, 2, 3, 4, 5. Gunshop. Ja, sehr schön. Hier ist ja alles beieinander. Locked up. Too fucking loud. Ist schon okay. Nur nicht die Jungs da hinten weg, ne? Müsste doch eigentlich ein Munitionsaußenposten sein, oder nicht? Sehr schön. Boom! Outpost complete. And with a little more work, this place will be top notch. Sehr schön. Okay. So, Außenposten hätten wir. Ich glaube, einen haben wir noch frei. Genau. No way. Essen, Material, Munition, Juggernaut. Alles okay. I can't let that screamer call his friends. His friends. Drei. Ey, was geht denn hier ab? Okay, ich muss schauen, dass ich mit dem Auto losfahre, weil ich jetzt schon allein drei Packsäcke oder so über. Schauen wir eben. Wieso springt der denn so komisch? Hier der Lieferwagen, der sollte doch noch hier voll funktionsfähig sein. Muss ich nur mal schauen, wie ich da runterkomme. Möglicherweise da drüben. Hier, ja, schaut mal hier. Der Bauer hat eine Einfahrt. Da haben wir schon Playcard. Das gilt aber nicht hierfür. Okay. So, das Seuchenherz hat sich gerührt, aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Oh, was haben wir denn hier? Das nehmen wir, das. Sehr gut. Das passt. Was hatten wir hier drüben jetzt? Oh, Kleidung. Alle bleiben ruhig. Leder Trenchcoat gelb-braun. Oh, ein Hut. Alles einfach nur ein Hut. Nee. Strickmütze schwarz. Na gut. Hier haben wir noch ein Fach. Nothing else here. Warum nicht? Sehr schön. Okay. So, da hauen wir den rein und hier ins Schließfach hauen wir direkt die Munition. Diese hier. Schauen wir mal eben, ist das direkt die Straße, die da hochführt zur Werbetafel, bei der ich war? Ich glaube schon, ne? Brim, 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 brim. Ah.
Genau, es kam auch der Hinweis von euch, dass einige von euch einfach nur ein bestimmtes Auto irgendwie, vielleicht so ein Lieferwagen, vor der Base geparkt haben und da ganz viele Packsäcke drin. Ich meine, das dient hier ja quasi als zweites Lager. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Das sieht ganz gut aus. Was haben wir denn in der Nähe, was wir... Ah, hier können wir noch was looten. Ah, ist echt verdammt finster. Anlagenmod, okay. My favorite. Sehr schön. So, next stop. Was haben wir hier drüben? Got your ears on. Es ist doch viel finsterer als sonst. Ne? Es ist super finster, oder? Das ist doch noch eine dunklere Nacht als auf der anderen Map, oder irre ich mich da? Oh, good. Nothing. So gefühlt? Zack! So, komm, gib mal was Cooles jetzt. Irgendwas Cooles. Yes, sehr schön. Ja, wir nehmen mal die Bolten. Ja, komm. Was soll's? Bisschen Munition, das kann nicht schaden. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist verdammt finster. Ja, das macht's leider nur blasser. Merkwürdig. Muss ich wohl mit leben. Ja, das nehmen wir erstmal. Boah, seine Nachladekünste hätte ich gerade eben gebrauchen können bei der Mauer. Das Gefühl, Chavez war da ein bisschen überfordert mit dieser Schrotflinte. Oh, Kleidung. Alle bleiben ruhig. Piratenjacke. Was ist denn eine Piratenjacke? Wahrscheinlich eine Jacke für Piraten, aber ich bin nicht so sicher. Was ist denn los? Okay, Jeffrey. Ist Jeffrey nicht unser Chef? Hallo? Mann, ey. Öljacke. Was gibt's denn hier? Lebensmittelsammlung provides us with a small amount of food twice daily. Ah, okay, Essen. Gartenbau lernen. Okay. Sollen wir noch ein Lebensmitteldings nehmen? Outpost, prepped and ready. Kann nicht schaden, oder? If we want, I could spend some extra time to really polish it up. Okay, das passt soweit. So, ich habe jetzt nochmal kurz bei den Reshades reingeschaut. Das ist jetzt schon ein bisschen besser. Es ist halt so merkwürdig milchig in der Nacht. Und ich habe auch alle Reshades ausgemacht. Daran liegt es nicht. Das scheint hier wirklich die Nacht so... Weiß ich nicht, das wirkt so merkwürdig kontrastlos. Wenn wir mal im Vergleich schauen, schaut euch das mal an.
Könnte sein, dass Levels Plus jetzt natürlich bei Tag wieder ein bisschen anders aussieht. Das ist ein bisschen so eine Rumfrickelei. Aber wir machen das mal zu Fuß. So weit ist es nicht. Der ist weit weg. Hier sind einige unterwegs, man sieht die kaum. Oh nee, warte mal, das ist ein Soldat. Also gefühlt ist hier wesentlich mehr los. Bueno, no muertos around. Ach schön, mit der Kette da oben. Da haben wir noch eine... Oh, da sind noch drei Container. Vielleicht haben wir noch mal Lebensmittel dabei. Das habe ich gar nicht gesehen. 1A. Mal her hier. Durchsuchen. That's it. I'm done searching. Tja, sauber. Sauber gemacht, sehr schön. Also, wir haben ein bisschen was. Wir können zurückkehren. Höre ich hier einen? Mal eben schauen. Ich bin der Meinung, hier oben führt die Straße auch direkt zu meinem Grundstück. Hier oben links nämlich. Genau. Oder? Nee, 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 nee. Und da noch einer? Ja, ja, ja. So, Munition, Material lasse ich mal hier, das können wir reinhauen und Essen ebenfalls. Das passt soweit. Lebensmittel. 87 Material, 21 Munition, das sieht soweit ganz gut aus. Warte mal, der ist direkt hier unten, oder was? Zeig mal hier. Waffen reparieren, Gegenstände herstellen. Okay, das sind diese Dinger. Wir können Munition herstellen. Ey, das sind die drei, ne? War aber noch einer. Okay, wir schauen mal rein. Was? Oh, oh. Oh. Sagt Nick, dass du keinen Generator bauen willst. Baue einen Generator. Keine Ahnung. Nick, jetzt sei doch nicht so. Generator bauen. Na, los. Betten, das passt ganz genau. Das sieht gut aus. Bei der Küche können wir vielleicht einen Mod installieren. Ey, sind alle beschäftigt. Okay. Soweit, so gut, würde ich sagen. Ja, ich muss mal schauen. Also eigentlich dachte ich irgendwie, dass Heartland ein bisschen länger geht. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber irgendwie fühlte sich das doch recht kurz an. Andererseits hätte ich mich da natürlich weiter rumtreiben können.
Aber ich dachte irgendwie, das zieht sich noch richtig weit. Hätte ich gewusst, dass diese Mauer das Ziel ist, dann hätte ich mir damit vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen. Eigentlich war der Plan, Heartland bis Enshrouded zu spielen und dann Enshrouded löst State of Decay ab. Jetzt muss ich mal schauen, was ich hier mit... Observed population density in area designated Trumbull Valley is beneath baseline target. Citizens are instructed to relocate to area designated Trumbull Valley at their earliest convenience. Sorry folks, just a little radio malfunction there. Please, go about your business. Wie ich das jetzt hier jongliere mit den ganzen Spielen und so. Ich will es jetzt auch nicht, irgendwie hier jetzt noch 3-4 Stunden weiterspielen und dann wird das beendet und so. Wie gesagt, das sollte jetzt eigentlich eine Heartland-Folge werden. Das waren 10 Minuten Heartland. Und jetzt haben wir den Wechsel gemacht. Wir schauen mal, wie es weitergeht, aber es gibt genug zu spielen und es kommt jetzt auch genug noch im Februar und so. Wir werden mal sehen, wie es passt. Vielleicht kriege ich ja morgen wieder richtig Bock auf State of Decay und sage, doch, wir machen das auf jeden Fall weiter. Aber jetzt so eine neue Map zieht sich jetzt halt wieder über 40 Folgen und da muss ich jetzt ein bisschen... wirtschaften und haushalten und schauen, dass ich da jetzt nicht alles überlagere und so. Und dann wird es ja auch irgendwann ein bisschen nervig, wenn so viele Spiele am Tag irgendwie gleichzeitig rauskommen. Deshalb werden wir sehen. Heartland durchgespielt, nächste Map hier auf jeden Fall und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.